Sie sind hier, 9. Dezember 2018, 17.05 Uhr von Sportinformationsdienst, Lesedauer, 3 Minuten vergrößern verkleinern. Ibrahima Traoré spielt von Beginn an. Urheberrecht Getty Images. Borussia Mönchengladbach peilt gegen Stuttgart den 7. Sieg im 7. Heimspiel an. Ibrahima Traoré feiert sein Startelfdebüt. BVB-Jäger, sogar Titelkandidat. Dieter Hecking ist durchaus stolz auf den Höhenflug von Borussia Mönchengladbach, doch vor dem Heimspiel gegen den VfB Stuttgart am Sonntag bat der Trainer des Tabellenzweiten um Mäßigung: Bislang spielen wir eine richtig gute Vorrunde. Aber deshalb sind wir noch kein Dortmund-Liga, sagte Hecking. Nur damit das mal klar ist. Bundesliga, Borussia Mönchengladbach, VfB Stuttgart, Sonntag ab 18 Uhr im Live-Ticker. Dabei besteht eigentlich gar kein Grund dazu, die ungestümen Fohlen einzufangen. Meisterschalen aus Pappe sind auf den Rängen des Borussia-Parks noch nicht gesichtet worden. Zudem ließ der jüngste Rückschlag in Leipzig 0:2 auch die verwegensten Träume platzen, den BVB am letzten Hinrundenspieltag im direkten Duell noch einzuholen. Wir wollen nicht als Titelkandidat, sondern als die Mannschaft gelten, die weiter Woche für Woche erfolgreich Fußball spielen möchte, sagte Hecking. Daher bestimmt Service Bundesliga-Tabelle. Lars Stindl spielt nun doch von Beginn an, Raphael muss erneut mit der Bank vorlieb nehmen. Im Gegensatz zum 0:2 bei RB Leipzig steht Ibrahima Traoré statt Florian Neuhaus in der Startelf. Für Traoré ist es der erste Einsatz von Beginn an in dieser Saison. Beim VfB rückt Emiliano Inchoa für Santiago Ascacibar rein. Im Sturm beginnt Mario Gomez. Die Aufstellungen: Borussia Mönchengladbach, Sommer, Lang, Janschke, Elvedi, Wendt, Strobel, Spindel, Zakaria, Hazard, Plea, Traoré, VfB Stuttgart, Sieler, Beck, Baumgartel, Pavard, Kempf, Inchoa, Augo, Donis, Gentner, Gonzales, Gomez, Schiedsrichter, Dennis Aitik. In so können Sie Borussia Mönchengladbach, VfB Stuttgart live verfolgen. TV, Sky Stream, Sky Gotika, Sport 1. Gladbach will 7. Heimsieg in Folge. Bundesliga-Tabellenführer ist die Borussia bereits in der Heimtabelle. 6 Siege in 6 Spielen hat Gladbach gefeiert, kein anderes Team hat im eigenen Stadion eine weiße Weste behalten, auch nicht der BVB. Pflichtspiel der Borussia gegen Stuttgart scheint also gerade recht zu kommen, kämpft der VfB doch gegen den Abstieg. Hecking warnt trotzdem: Wir würden gerne auch das 7. Spiel zu Hause gewinnen. Aber der VfB ist schwer einzuschätzen nach dem Trainerwechsel, sagte er am Freitag. Unter dem neuen Coach Markus Weinzierl haben sich die Schwaben zuletzt in der Tat berappelt. Aus den vergangenen 3 Begegnungen gab es 2 Siege. Anzeige: Jetzt das neue Trikot von Gladbach kaufen. Hier geht es zum Shop von Sportinformationsdienst.